Grüß den Kleinen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video möchte ich mir eigentlich das Jahr 2019 nochmal Revue passieren lassen. Will einfach schauen, was ich da habe, was passiert ist und das möchte ich Monat für Monat einfach zeigen. Erstmal vorneweg, wundert sich nicht wegen meinem blauen Auge, das kommt nicht vom Schlägern, ist mir beim Sturz beim Skifahren passiert, ist eine längere Geschichte, nichts Dramatisches. Ich würde einfach einmal mit den Daten vom Jahr 2019 für meinen YouTube-Kanal anfangen. Also der Kanal SchauMeHD hat im Jahr 2019 16 Videos hochgeladen. Für die 16 Videos sind 16.059 Aufrufe erzielt worden. Und insgesamt habe ich 507,2 Stunden Watchtime dazu gekriegt und 140 Abonnenten plus gemacht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich mit den Stats recht zufrieden. Bei den Abonnenten konnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen, aber das hängt einfach daran, dass ich weiß nicht genau wann, habe ich einfach einen Abriss gehabt, quasi, wo ich nicht mehr regelmäßig Videos gepostet habe. Und dann sind die Abonnenten auch wieder ein wenig zurückgegangen. Und das möchte ich im Jahr 2020 aber ein wenig verbessern. Also ich möchte regelmäßig Videos produzieren, dafür vielleicht nicht so viel. Also ich sage jetzt ein Maximum von 2 Videos pro Monat. Also jedes Monat kommt ein Video. So möchte ich das handhaben, weil es voriges Jahr einfach für mich eine Überproduktion war quasi. Ich habe zu viel produziert und mir hat einfach das Video machen keinen Spaß mehr gemacht. Und das möchte ich einfach ändern. Ich möchte ein gewisses Mittel finden, wie nicht immer alles mitfilmen zu müssen, aber eigentlich trotzdem mitnehmen. Und das möchte ich im Jahr 2020 einfach verbessern. Im Gesamtpaket kann man sagen, dass das vorige Jahr sehr ereignisreich war. Ich bin viel um und um gereist, auch im Ausland. Und angefangen hat die Sache im Jänner, wo es sehr winterlich war, wir haben Schnee frei gekriegt, weil die Straßen bei uns gesperrt worden ist. Das heißt, wir haben nicht in die Schule gehen werden. Der Bürgermeister hat uns sogar von der Schule angeholt. Und dann haben wir 2-3 Tage Schule frei gehabt. Und in die 2-3 Tage habe ich einen Dreier über die Straßen bei uns geschafft. Also über die Straßen geht bei uns daheim. Und wir haben auch Schanzen gebaut über die Straßen geht beim Lorisser. Das ist unser nächster Nachbar. Die ist oft noch viel größer, um 2-3 Meter und vor der Hechen auch. Und dann habe ich das erste Mal einen Dreier bei uns über die Straßen gemacht, bin ich das erste Mal beim Lorisser über die Straßen gekupft und wir haben auch Rail gebaut und haben vermehrt Railen da und nehmen nur geradeaus oder halt irgendwie um eine, also Schanzen gesprungen, sondern haben halt auch Rail gebaut. Und am Ende von Jänner war noch das Night Race, ich glaube am 27. Da habe ich einen Kami genommen, da hat der Hirscher gewonnen. Das war auch ein rechtes Erlebnis, weil wir hinter der Strecke vorbeigegangen sind und haben uns eigentlich einen guten Platz gesichert, was nicht unbedingt erlaubt war. Ja, das war der Jänner. Der Februar hat damit angefangen, dass ich Geburtstag gehabt habe, meinen 15. Geburtstag. Und der war ganz ein besonderer für mich. Weil ich habe mit meinen Eltern den Deal gehabt, dass wenn ich bis 15 ohne Handy auskomme, zahlen sie mein Handy und der Moped. Zu meinem Geburtstag habe ich oft auch ein Video gemacht, wo ich Leute kritisiert habe, die ein erstes Handy gekriegt haben, wie ich beobachten habe können, dass die halt einfach unmotiviert, lustlos, nicht mehr kreativ waren. Und das habe ich bei mir leider auch erleben werden. Also ich habe in der Schule ganz schön runtergeladen und auch etliche Stunden im Internet verbracht. Aber ich bemühe mich, dass ich mein Handy gut auskomme, dass ich nicht zu viel im Handy dranhänge. Und was ich schon ehrlich sagen muss, also wenn es um Handy geht, zum Beispiel bei Acid-Camps oder so, tue ich mir, glaube ich, im Vergleich zu den anderen, die ein Handy schon länger haben, wesentlich leichter, weil ich es einfach gewöhnt bin, ohne Handy zu leben. Dann ist im Februar auch noch der AF in unseren Ort gekommen, nach Wörschach. Also da habe ich meiner Oma geholfen beim Kropfenbachen, da bin ich extra vor der Schule daheim geblieben, weil sie hat eine kleine Szene da in der Sendung Guten Morgen Österreich gehabt. Und habe mir das halt angeschaut, wie das Ganze läuft mit den Kameras, mit Live-Übertragung ins Fernsehen.
Dann habe ich auch das erste Mal einen Sprung über einen Traktor geschafft. Das war mein größtes Ziel eigentlich für den Winter. Und ich habe auch noch einen Fünfer gelandet, also einen 540. Das sind 1,5 Drehungen auf die Ski. Und ich war auch noch in Budapest und habe für die Gemeinschaft Tesé, das ist also eine ökumenische Glaubensgemeinschaft, habe ich ja Videodraht. Im März habe ich angefangen zum Skaten und das ist so gewesen, dass ich am 6. März bin ich mit Dave, sind wir einen Musi-Ausflug gefahren und wir sind ja fest Ski gefahren, immer ein wenig Park gefahren, also auf der Planei Superpark und haben gesagt, dass wir eigentlich gern skaten würden, weil die Community, was beim Skispringen, also beim Freestylen hast, ist eine ähnliche wie beim Skaten und das wollten wir halt einfach nicht verlieren, wenn jetzt der Winter gar wird. Also haben wir angefangen zum Skaten und es hat so ausgeschaut, dass wir zuerst in der Halle von meinem Papa ein bisschen angefangen haben. Die ersten Ollie-Versuche ist jetzt ganz witzig, wenn man sich das wieder anschaut. Und ich glaube, 2 Wochen nachdem ich das erste Mal einen Ollie versucht habe, habe ich meinen ersten nennenswerten Ollie geschafft und der schaut so aus. Im April habe ich auf mein Moped gekriegt und das war so, dass ich mit dem Mopedführerschein noch gar nicht fertig war. Und am Donnerstag haben wir das Moped geholt und am Donnerstag auf die Nacht habe ich oft noch zu meinem Versicherer das Moped anmelden geschickt und dann habe ich am Freitag Nachmittag habe ich die theoretische Prüfung noch gemacht, dass ich fertig mit dem Führerschein geworden bin. Und dann habe ich genau noch 2 Tage fahren können, bevor ich nach Rom gefahren bin mit der SIT. Also ich habe meine Ostern in Rom verbracht. Es war eine ganz eine tolle Erfahrung. Und ich habe auch ein paar Moped-Videos, speziell jetzt eins, was ich noch nie gezeigt habe auf YouTube. Und das würde ich eigentlich gern sagen. Im Mai ist dann weitergegangen, wir waren wieder oft skaten, auch diesmal oft schon draußen im Ort bei uns, also am Hauptplatz ist es ganz gut zum Skaten, da habe ich ein paar Clips und ich bin gebottet worden auf Insta, das habe ich nicht so cool gefunden, weil ich möchte meine Abonnenten eigentlich ehrlich verdienen und nicht durch irgendwelche Bots und für mich sagt das halt auf da nichts aus, nur weil ich jetzt 1500 Abonnenten oder was habe. Weil wenn die Spots sind, dann sind es erst wieder nur ein Drittel davon oder so. Also das habe ich nicht so cool gefunden. Ich habe jetzt auch die ganzen Bots alle entfernt. Jetzt bin ich wieder auf meiner richtigen Abonnentenzahl, aber es habt ihr gesehen, so hat das ausgeschaut. Innerhalb von 2, 3 Stunden habe ich übertrieben für Abonnenten gemacht. Im Juni ist es oft weitergegangen, dass wir mit Esid nach Krakau gefahren sind. Da ist jetzt ja ein Fußballturnier. Ich glaube heuer ist es in Mailand. Und da war ich auch ein wenig skaten in Krakau, habe meine erste Dreier-Stair geschafft. Und dann habe ich auch im Juni hab ich mein erstes Deck gecrackt. Mein allererstes Complete habe ich aufgehalten. Das liegt jetzt in meinem Zimmer, das schaut so aus. Weil das möchte ich mir einfach in mein Zimmer hängen, das allererste Complete. Und das war halt mein zweites Deck und das habe ich oft gecrackt. Im Clip habt ihr eh. Und zu Pfingsten war ich auch noch in Salzburg, da ist der Pfingstkongress, das ist ein riesiges Event, was von der Loreto-Gemeinschaft organisiert wird und man feiert mit 10.000 anderen Jugendlichen einfach Pfingsten, feiert quasi sein Glauben und hat Workshops, Impulse und so weiter. Und da waren auch die O-Bros, das sind zwei christliche Rapper. Die machen ganz gute Musik und mit der haben wir auch ein Foto gemacht. Im Juli ist auf das Schuljahr langsam gar waren. Ich war auch in der Theatergruppe bei uns in der Schule und da haben wir Aufführung gehabt und ich habe eine Szene gehabt, wo ich mit der Kamera
halt agieren hab müssen und da habe ich auf der Bühne gefilmt, also unter der Vorführung. Es war ganz lustig. Dann haben wir in der letzten Schulwoche sind wir mit der Klasse nochmal Wien-Wochen gefahren und da haben wir und der Freund haben ausgemacht, dass wir uns ein Stopperglotzen machen. Da gibt es ein gutes Vorher-Nachher-Büdel. Und dann am Beginn der Ferien bin ich mit zwei guten Freunden, den Dave und den Schwaben, nach Bratislava gefahren. Da haben wir ein paar Tage skaten, da haben wir meine Oma besucht und da sind ein paar ganz witzige Clips rausgekommen. Also der August hat damit angefangen, dass ich nach Dublin geflogen bin mit Regnum Christi. Wir haben da so ein Sommer-Coworker gemacht, also wir haben da für die Camps des kommenden Jahres haben wir halt vorbereitet, haben das grob geplant, haben uns auch einige Sachen in Dublin und London angeschaut. Waren auch zum Beispiel in Dublin, waren wir in Wexford, das ist ganz südlich an der Küste für Irland, war ganz schön und dort habe ich auch ein bisschen skaten da. Dann war im August war auch noch ein Sitcamp. Und da sind wir mit ein paar Freunden von mir, sind wir halt während einem Sitcamp, wie wir beim Traunsee waren, sind wir einfach einmal von einem Ufer komplett zum anderen Ufer umgefahren mit drei Schlauchboote. Das war ein voll cooles Erlebnis. Und dann waren wir auch noch viel skaten halt im August daheim, haben viel weitergebracht. Und dann geht es gleich weiter in September, wo wir wieder viel skaten da haben. Meistens ich, der Dave und der Hauser, zwei gute Freunde von mir. Sind wir zu einem Bodensee zum Beispiel oder ins Cage, sind wir gefahren skaten, das sind halt so Skateparks. Und im September waren wir in Urlaub, da war es eigentlich immer schön und sonnig. Wir sind auch in so einer ganz besonderen Bucht gegangen, wo wir jedes Jahr hingehen. Wo wir es auch wirklich schön gehabt haben, da habt ihr die Clips. Und dann gehen wir gleich weiter in den Oktober. Und im Oktober war der Marsch fürs Leben. Also das war einfach ein Marsch, quasi eine Demonstration, wo man hinweist auf die Abtreibungen. Und ich habe da halt auch einen Insta-Post gemacht, so dass ich Abtreibung nicht okay finde. Und dass ich da habe ich aber am Anfang nicht wirklich. Habe ich nicht betont, dass ich eigentlich den Frauen nichts Schlechtes damit tun will, die das schon vollzogen haben. Habe da einen ziemlichen Shitstorm, würde ich sagen, geerntet, aber ich stehe immer noch zu meiner Meinung. Ich finde, es ist nicht richtig, dass man einfach über das Leben für andere Leute entscheidet. Und im Oktober haben wir auch viel Skaten da. Wir waren heuer viel Skaten, haben viel dazugelernt. Und dann würde ich gleich überleiten in den November. Im November haben wir unseren ersten Schnee gehabt. Da waren ich und der Hauser, haben uns eine kleine Schanzen gebaut. Wir machen es meistens auf die Nacht mit Beleuchtung. Und da habe ich gleich, wie voriges Jahr, den Blend DNK ein. Habe ich in 3 Jahren nicht geschafft, weil mir gleich wie voriges Jahr auch heuer der Ski beim ersten Dreier aufgegangen ist. Und dann im November haben wir ein wenig den Skispringer dann 2, 3 Tage Fenster haben wir gehabt, wo noch ein wenig Schnee war. Und da habe ich auch einen Fünfer gelandet und 3er Safety. Das war ganz gut heuer. Und dann hat der Dezember so angefangen, dass wir gratis Karten fürs Ski-Opening gekriegt haben. Da waren so Leute wie Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, also ein richtig cooles Konzert. Und im Dezember habe ich auch einen Acid Adventskalender geleitet. Das war so ein Instagram-Account, wo man jeden Tag quasi irgendwer ein Statement dazu gemacht hat, warum man Weihnachten feiert. Und dann haben wir halt im Dezember auch wieder hat es ein wenig geschneit, wir haben wieder ein paar Sachen im Schnee gemacht, waren ein wenig Skifahren. Und dann habe ich am 31. Dezember, also den letzten Tag im Jahr, habe ich es noch geschafft, dass ich dort, wo ich voriges Jahr beim Norrisser über den Traktor gekauft bin, dass ich da einen Dreier geschafft habe. Und das möchte ich halt noch ausbauen. Also bis jetzt habe ich es über mein Moped geschafft. Und es könnt ihr sicher sein, da kommt noch einiges. Also vielleicht mache ich Dreier über den Traktor, mal schauen. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit meinem Jahresrückblick? Im Großen und Ganzen war das ein recht erfolgreiches Jahr.
Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, dass ich Ihnen mal einen Überblick gebe, wie mein 2019 ausgeschaut hat. Das ist ein bisschen ein längeres Video, also für alle, die mich gefragt haben, dass ich mal ein längeres Video machen kann, da habt ihr es. Ich hoffe, es hat Spaß gehabt. Danke fürs Zuschauen. Für dich.